Hallo und willkommen zurück. Hier ist wieder der Baum mit Bart und wir spielen weiter bei Prison Architect. Und, oh ja, ich erinnere mich, wir hatten in der letzten Folge hier einen, kleinen Brand in der Küche. Warum immer, wahrscheinlich weil die Gefangenen einfach zu, ja, keine Ahnung, zu dumm waren. Weiß es nicht, keine Ahnung. Fakt ist auf jeden Fall, ich muss jetzt wieder reparieren, weil sonst bekommen die nichts zu essen. Wenn die nichts zum Essen bekommen, werden sie wieder unzufrieden. Aber ihr wisst ja mittlerweile, wie das läuft. Deswegen mache ich das jetzt so und lasse das erstmal wieder laufen. Dann habe ich mir für diese Folge was überlegt. Und zwar, ich denke, was heißt überlegt? Punkt Nummer 1, das habe ich in der letzten Folge total vergessen. Ich habe ja einen Basketball-Court gemacht, beziehungsweise so einen Basketballplatz für die Liga. Und ich habe mich ja ganz erschreckenderweise gewundert, warum funktioniert das nicht? Das ist total der Dreck, ja. Und ich habe es einfach nicht gecheckt. Aber ich muss selbstverständlich auch einen Basketballplatz zonen, ja. Das ist natürlich, 8x10, was? Passt doch. Genau. Jetzt kann ich das nämlich auch eintragen, denke ich. Ich habe nochmal nachgeguckt, direkt im Profil von diesem Autor, der das, von diesem Basketball-Item, das ich abonniert habe. Und nun ja, das scheint jetzt zu funktionieren, ja, Basketball-Training. Sehr gut. Prison Basketball-Training, würde ich mal sagen, ist um 2 Uhr nachmittags und die Spiele sind am Abend um 8. So, wunderbar, das ist doch schon mal toll. Da haben wir noch Tischlerlehre, Verhaltenstherapie, geistige Führung. Okay, 17 interessiert, 48 beendet und nur 9 bestanden. Warum haben nur 9 Stück bestanden? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Moment, ich schau mal schnell auf Logistik. Wahrscheinlich ist. Guck mal, das hier 3 und hier oben lasse ich auch 3 arbeiten. Okay. Gut, wunderbar. Warum habe ich denn schon so viel Geld? Exporte. So. Aber wie gesagt, ich habe mir etwas überlegt. Und zwar. Ich kann diese Gitterlinie nicht mehr sehen. Das ist Punkt 1, Punkt 2. Ich wollte mal einen Screenshot als Thumbnail machen, hier von dem Knast. Aber das Problem ist natürlich auch, es sieht ziemlich bescheiden aus. Und deswegen mache ich aber zuerst noch das Programm Tischler leer. Ja, gleich. Einen Moment. Wo mache ich denn das? Mache ich das auch in der Werkstatt? Hier? Muss ich das erst erforschen? Bürokratie? Nee, Taserwesten, Recht. Ist eigentlich nichts dabei, was mich jetzt irgendwie. Und die Wachtürme können wir auch mal erforschen. So, dann wollte ich hier noch Programm Tischlerlehre machen. Was brauche ich denn dafür für die Tischlerlehre? Angeleiteten Vorarbeiter in Werkstatt. Jeder Häftling benötigt eine Werkbank. Ja, gut, natürlich. Das bedeutet, wie viele können hier drin arbeiten? 6 Häftlinge. Das bedeutet, hier oben werden jetzt in der Hydraulikpresse die Bleche und die Nummernschilde hergestellt. Und hier unten in meiner zweiten Werkstatt. Werkstatt, das finde ich eh nicht so. Werkstatt. Tischsäge. Hydraulikpresse und Werkbank. So, Werkbank. Kann ich das nicht drehen? Konnte ich das nicht drehen mit Q und Dingens? Q und W? R? Bin ich total gaga jetzt? Wieso geht das nicht mehr? Verstehe es nicht. Moment, einen Augenblick. wo steht denn das? So kann ich das nicht drehen. Was ist denn jetzt hier los? Das ging doch sonst immer, oder?
Moment. Tür? Ja, genau. Und jetzt? Hier, Werkbank. Die Werkbank kann ich nicht drehen. Warum kann ich die Werkbank nicht drehen? Mein Gott. Oh, egal. Dann machen wir das so. Okay, Tischsäge, Hydraulikpresse. So, und hier Tischsäge, Hydraulikpresse. Tischsäge, Hydraulikpresse. Hydraulikpresse und noch eine Tischsäge. Nein, ich habe schon wieder kein Geld mehr. Ich habe schon wieder kein Geld mehr, weil ich schon wieder total übertreibe. Ah. Na gut, das baue ich jetzt noch fertig. Aber wie gesagt, ich habe mir das echt überlegt. Ich mache jetzt dann definitiv als nächstes die Fliesen und dieses ganze Zeug hier, weil macht einfach ohne macht es keinen Sinn. So, jetzt gucken wir hier, jetzt kann ich jetzt sagen, Tischlerlehre, Start, genau. So, jetzt darf ich das wahrscheinlich nicht gleichzeitig machen, weil ich habe ja nur, Moment, wo habe ich denn Gruppentherapie? Werkstatt allgemein, Einführungssicherheit in Werkstatt, genau, und danach kann man gleich Tischlerlehre machen. Das ist doch wunderbar. Das ist wunderbar. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen auf das Geld warten. Das Schöne ist, wir bekommen jetzt durch die Exporte auch Geld. Ja, ja. Das bekommen wir wohl. Genau. So. Wie gesagt, ich werde jetzt dann erstmal hier Wege bauen. Die Frage ist nur, was mache ich denn? Straße? Eigentlich ist das eine Straße, oder? Boah, 1000? Was? Für so einen kleinen Fleck 1000? Boah. Boah, das ist natürlich, das wird natürlich jetzt super teuer. Oh Mann. Ja, damit habe ich jetzt eigentlich nicht gerechnet, dass es so teuer wird. Na gut. Ja, hilft ja nichts. Ich komme ja immer wieder ein bisschen was. Ach ja. So was Blödes. Wie haben wir denn noch? Sind eigentlich voll. Jetzt können die wieder raus. Wir können hier weitermachen. 3. 116 Häftlinge haben Beschwerden. Was haben die denn für Beschwerden? Sie haben Hygienebeschwerden, wie immer. Hygiene und Familie. Warum Hygiene und Familie? Weil mein Besucherraum wahrscheinlich viel zu klein ist. Währungsraum können wir eigentlich auch unten reinbauen. Naja, was soll's. Ist hier drin? Bauarbeiter wahrscheinlich. Keine Ahnung, wer fehlt denn? Der Direktor? Häftlingseinlieferung? Wer fehlt denn? Personal? Arzt, Koch, Gärtner? Eigentlich habe ich alle, oder? Psychologe? Agro, was ist los? So, Besucherraum, okay. Wollte ich wieder angreifen. Ja, Familie. Familie wird, glaube ich, auch gesenkt, wenn ich hier telefonieren. Das heißt, wenn die nachher Freizeit haben, dann könnt ihr das ja machen. So, wunderbar. Warum? Passt auch. Ach, guck mal, der Psychologe war da. Fehlt. Okay. Ja, dann würde ich sagen, als nächstes, wie mache ich denn Materialien? Wir machen eine Gehwegplatte. Brauche ich noch eine zweite Tür einfach rein, damit es symmetrisch aussieht, wie oben. Mir gefällt aber jetzt das hier nicht. Straße. So, ist das so vielleicht cooler? Schauen wir mal, dass es toll aussieht. Geschwindigkeit normal, Geschwindigkeit schnell. Und ich mache nur Gehwegplatten. Komplett nur Gehwegplatten. Ich glaube, das ist vielleicht sogar klüger. Also sieht es besser aus.
Manchmal bewegen die sich schneller. Junge, Junge, bewegen sich schnell. Meine Güte, meine Güte. Hurry up, Fox. Gut. Okay. Dann stellt sich bei mir noch die Frage, soll ich vielleicht noch irgendwo Räume kleiner, größer machen, um das, damit es hier vielleicht irgendwie dicker aussieht? Da unten, da kommt mit Sicherheit der Weg dann weg. Ich kann gleich wieder wegreißen. Planungsmodus, zack. Okay. So. Nummernschilder haben wir jetzt hier drin. 11 Nummernschilder. Was los? Bauen Sie mir Überwachungskamera, das habe ich doch. Logistik. So. Qualifizierte Häftlinge. Personal. Nein, Logistik. Hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Benötigt Einführung Sicherheit in der Werkstatt. Ja, aber. Ach so, es gibt Tischler. Sicherheit in der Werkstatt brauchen sie immer und Tischlerlehre ist dann quasi enhanced. Sozusagen. Okay. Dann würde ich sagen, kann ich doch hier auch noch eine Werkbank reinklatschen. Wenn ich wieder mal Geld habe. Okay, Bewährungsanhörung haben wir einen. 54 in Warteschlange. Ja, das ist ein bisschen blöd, wenn man das. Ja, ich glaube, dass selbst mit einem zweiten Bewährungsraum das auch nicht besser wird. Denke ich. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Könnte ich mal ausprobieren. Wäre eine Idee wert, aber zuerst. Zuerst. Mache ich auch noch eine Werkstatt rein. Eine Werkbank, Entschuldigung. So, okay. Denn mit den Nummernschildern und mit den Tischen, damit verdienen wir jetzt unser großes Gefängnisgeld. Hier Exporte 500, Exporte 180. Das ist schön, das ist schön. So bekommen wir jetzt Geld. So, ansonsten, was müssen wir denn noch tun? Was können wir denn noch tun? Wie viel U-Schüsse können wir noch abgraben? Eigentlich nur noch Zellenblock E. Steigen Sie Ihre Häftlingskapazität auf 500 und Abschlussbonus nur 20.000. Wollt ihr mich verapfeln? Erhöhen Sie die Zahl der Sicherheitskräfte? Wollen Sie. Ah, das ist doch schön. Guck mal her. Das kann ich doch machen. Weil ich brauche nur noch Taser und Panzerwesten. So. Und wenn das fertig ist, kriege ich wieder Geld. Hahaha. Wunderbar. Das bedeutet auch, ich kann weiterbauen mit meinen tollen Platten. Und zwar hier. So, Gras. So, damit es hier endlich mal einigermaßen nach was aussieht. Sieht aus wie ein Tennisplatz. Tennisplatz, im also Rasenplatz, meine ich. So, Betonboden schnell nur im Innenbereich, Gimmickplatte nur im Außenbereich. Aber das ist doch hier ist echt cool. So. So, Gimmickplatten, dann zack. Guck mal, wie die hier rasen. Wie die rasen, wenn die das bauen. Das ist ja cool. Das ist ja echt cool. Das ist ja richtig cool. So, dann bauen wir hier noch. Zack. Und hier runter. Was soll's. Hauptsache Geld raushauen, was? So, hier einen Doppelten. Hier auch einen Doppelten. Machen wir auch hier runter. So. Halt, hier nicht. So, den machen wir. Den müssen wir hier leider so bauen. Okay. Und Scheiß drauf. Macht die Gehwegplatten immer eins größer als der Raum ist. Also als der Eingang ist. Damit kann ich mich jetzt, glaube ich, noch vereinbaren. So, okay. So und so. So. Okay, wunderbar. 3, 4. Warum ist hier in Planung eine Wand drin? Kann mir das jemand erzählen? In welcher Folge, ja, vielleicht kann mich irgendjemand mal beantworten, in welcher Folge habe ich denn die Wand hier gebaut? Zack.
Und. Zack. So. Okay. Und selbstverständlich, weil wir sind ein schöner Knast. Sind ein sehr schöner Knast. Und weil wir ein schöner Knast sind, bedeutet das, wir machen alles andere mit Gras voll. Natürlich, wir sind ja auch im Knast. Ist klar, dass da nichts anderes gibt außer Gras. So. Hey. Hey, okay, okay, das ist doch auch hier schon mal schick. So. Oh, 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 was ist hier los? Was ist hier los? Ich glaube, ich muss ja mal wieder eine Razzia machen. Ich glaube, ich muss mir wieder ein Ausbrüche 2 heute. Ich fass es nicht. Die haben sich da einfach komplett durchgegraben. Mann, habe ich denn da keine Patrouille? Hundepatrouille einfach mal. So, ich glaube, ich muss einfach mehr Patrouillen machen. Definitiv. Mehr Hundepatrouillen, mehr Wachpatrouillen, einfach mehr von allem. Das bedeutet aber auch, ich brauche mehr Zwinger. Mehr Zwinger. Hast du nicht Zwinger? Hundehütte? Hundehütte. So, jetzt haben wir keinen Zuschuss bekommen, oder? Ne, Taser müssen wir noch entwickeln, hätte ich vorhin gesagt, erforschen. Was ist denn da so viel? Ausrüstung Panzerwesten. Ach so, weil die sich jetzt alle komplett erstmal mit Panzerwesten ausrüsten? Ach du Scheiße. Das hat natürlich jetzt Geld gekostet. Fuck. Der geht weg. Der hier und der hier runter und der hier auch noch und der hier auch noch. Oh, wunderbar. Moment. Wieso ist jetzt hier schon wieder einer? Tunnel schließen und Tunnel verfüllen. Los. Ja. Ja, das ist schön, wenn die feststellen, dass hier. Ja, unterirdisch irgendwas ist. Aber, Problem ist natürlich, wie komme ich jetzt da runter mit meinen Arbeitern? Hier. Er macht das. 3 Ausbrüche heute. Oh. Bei 10 ist das Spiel vorbei, ne? So, jetzt hier. Alter Schwede. Guck mal an. Naja. Okay, gut. Hilft ja nichts. Aber das sieht doch jetzt hier schon wesentlich freundlicher aus in unserem tollen Knast. Wesentlich freundlicher. Unglaublich, mir brechen Leute aus und ich kümmere mich erstmal darum, dass wir hier überall Rasen haben. Aber das muss sein. Ich konnte das jetzt nicht mehr sehen. Ich konnte das nicht mehr länger anschauen. Dieses ekelhafte Bäh-Braun. Und als nächstes werde ich wahrscheinlich Perimeterwände bauen. Und zwar innerhalb des Towns. Vermutlich. Und 20.000 Zuschuss bekommen. Sehr schön. Jetzt muss ich den natürlich auch ausbilden. Wahrscheinlich. Mit Tasern. Aber das können wir mal anders machen. Das müssen wir nicht jetzt machen. Oder holen die sich jetzt erstmal Taser? Was ist so ein Taser? Oh Mann. 39 Häftlinge, 40 Häftlinge fühlen sich unterdrückt, weil ich jetzt Taser habe. Schön. 76 haben Beschwerden? Was für Beschwerden für die Familie? Ja, ich kann es ja nicht ändern, wenn euch niemand besucht. Ihr seid halt Knastis. Was ist denn los? So.
Guck mal, hier habe ich überall noch so Planungsreste. Habe ich ja auch noch Planungsreste? Ja, ich habe ja auch noch Planungsreste. So, weg damit. Okay, dann machen wir weiter, oder? Bauen wir weiter Grasflächen. Diese Gehwegplatten. Das kann man hier abreißen, das braucht mir auch kein Mensch mehr. Unglaublich, dass sie nur unten ausbrechen. Oben ist noch keiner ausgebrochen hier. Noch kein einziger. Warum? Ja, ich warte, bis die alle in den Zellen sind und dann heißt Razzia. So sieht sie nämlich aus. So. 1800, hier. So, 7x2. Und hier auch nochmal 26x2. Vielleicht haben wir die erste Hälfte erledigt. Ich glaube auch, ich mache den Hof größer. Ja, mache ich jetzt auch. Ja, das ist hier Big Changes, würde ich mal sagen. Das ist nämlich, glaube ich, der einzige, den ich wirklich groß machen werde. Also genauso groß, wie er auch Platz hat, weil... Gehwegplatten, Gehwegplatten. So, einfach mal Geld rausknallen. Ne, das kann man eigentlich abreißen. Abreißen. Weil... Achso, ich habe ja hier auch noch einen Ausgang für die Küche. Auch den kann ich abreißen. Abreißen. Ich habe ja da diese Luxuszelle gebaut. Ich wollte ja hier den Weg durchbauen, aber ich habe jetzt ja Luxuszelle gebaut. Das heißt, ich werde jetzt... Okay, die sind jetzt erstmal alle beschäftigt. Ja, das mache ich dann später. Später. Dann weiter war ein Sand. Und Sand, 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 Sand. Und. Ja, nicht Sand, Gras. Das geht lieber auch. Okay. Ja, ich weiß, dass hier ein Eingang war. Oder ist. Ah, er ist schon fertig. Okay, Moment, dann kann ich die Ziegelwand jetzt gleich hier reinsetzen. Schön, 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 schön. Und dann Big Decisions. Komm, scheiß drauf. Weil ich jetzt gerade schon dabei bin. Einfach überall Gras reinpacken. So. Eine Gehwegplattenbaufolge. Komm, mach her. Mach hier mit Gras voll, das kann ich später dann ausbessern. Wenn ich möchte. Die Platten hier, ich sag immer eins breiter. Außenbereich reinigen, Außenbereich reinigen. Brauche ich wahrscheinlich mehr Reinigungskräfte. Vermute ich mal. Geh mal auf Logistik, wie viel haben wir denn momentan? Wir haben aktuell 6 Gefangene, die in den Hof kehren. Irgendwelchen. Sachen. Jetzt habe ich die 20.000 schon mal rausgehauen. Stellen Sie 10 hochwertige Betten her. Hat denn das jetzt schon jemand bestanden? Nein, wahrscheinlich nicht. Ich schaue das nochmal kurz. Dann ist die Folge leider schon wieder vorbei. Das ist unglaublich. Diese 20, 25 Minuten, die vergehen so schnell. Mann, 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 Mann. Tischlerlehre. Einer ist dabei. Okay, schließt den morgen ab. Alles klar. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich werde noch ein bisschen weiter das Gefängnis aufhübschen. Ich werde wahrscheinlich hier so einen Sandplatz machen im Hof. Ich werde außerdem an bestimmten Stellen hier im Zaun wahrscheinlich Wachtürme aufstellen. Bin ich mir aber noch nicht so sicher, weiß ich nicht. Wir werden dann außerdem einmal zuschauen, wie unsere Basketballer spielen. Und wir werden noch weitere Räume bauen. Uns fehlt nämlich noch der Laden und die Kapelle und die Bücherei. Die werden wir noch fertig bauen.
wenn wir das alles geschafft haben, dann werden wir in einer der nächsten Folgen hier unten, ja, keine Ahnung, unsere 500 Prisoners unterbekommen. Ich weiß es nicht. Will ich wirklich 500 Prisoners haben? Keine Ahnung. Stellt mich dann wahrscheinlich vor grandiosen neuen Voraussetzungen, grandiosen neuen Herausforderungen. Aber das alles werden wir sehen in einer der nächsten Folgen. Wenn ihr sonst noch Fragen habt, Anmerkungen habt, schreibt mir. Und außerdem abonniert mich, liked mich, wenn es euch gefallen hat. Bis demnächst. Ciao, ciao.